Servus, hi und hallo zu einer neuen Ausgabe Watch Talk an diesem Sonntag. Ich möchte heute mal mit euch ein wenig über das Thema die Zukunft der Uhren reden. Da einfach mal so ein bisschen schauen und drüber quatschen, was könnte denn alles so in der Zukunft kommen? Wie hat sich denn überhaupt bis jetzt die Zukunft der Uhren so ein bisschen entwickelt? Zum Beispiel Thema Smartwatches und auch smarte Uhren. Also Sachen werden wir heute mal ein bisschen ansprechen und auch natürlich, wie sich die ganze Uhrenwelt in den nächsten Jahren ein bisschen verändern wird. Ich würde mich freuen, wenn du unten in den Kommentaren mal deine Meinung abgeben würdest, wie du dir zum Beispiel die Zukunft der Uhren ein bisschen vorstellst. Wie denkst du, wird es in ein paar Jahren aussehen, was Thema Uhren angeht? Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo der Uhrenkiste freuen und dann würde ich jetzt sagen, legen wir los mit dem heutigen Watch Talk. Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Thema Smartwatches. Die sind ziemlich im Kommen und besonders in den letzten Jahren hat sich da natürlich einiges entwickelt, als die erste Smartwatch auf den Markt kam. Damals hat es ja schon angefangen mit den ersten Touch-Uhren und alles. Inzwischen ist es ja schon möglich, natürlich seine Smartwatch mit dem Handy zu verbinden, sämtliche Nachrichten über die Uhr beantworten zu können, sogar Nachrichten über Spracheingabe schreiben zu können. Wir haben Navigation auf den Uhren, also Sachen sind mit den heutigen Smartwatches schon möglich und das wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Man hat es ja schon ganz gut gemerkt, Smartwatches sind quasi die neuen Uhren, weil wir leben in einem relativ digitalen Zeitalter, Smartphones werden immer besser und das spiegelt sich natürlich auch in den Smartwatches. Da ist auch ein riesengroßer Markt, wie sich gezeigt hat. Apple hat das ja bereits schon selbst gesagt, die Apple Watch gehört zu einem der beliebtesten Uhrenmarken. Wenn man da jetzt mal überlegt, okay, Apple ist ja eigentlich ein rein digitales Unternehmen für Smartphones und den iPod und all so Sachen. Die haben es aber mit ihrer Smartwatch geschafft, eine der beliebtesten Uhren quasi auf den Markt zu bringen. Das sagt ja jetzt schon viel aus, wie die Zukunft später aussehen könnte und natürlich die ganzen anderen Marken hängen da natürlich nicht hinterher. Und ich denke, dass in den nächsten paar Jahren die Smartwatches noch wichtiger werden, der Markt noch größer werden wird und mehr Uhrenmarken auch anfangen, in den Smartwatch-Sektor zu gehen. Ich rede da jetzt nicht von den sehr teuren Marken, wie zum Beispiel Rolex, Hublot oder ähnliche. Ich glaube, für die sind Smartwatches kein direkter Markt, weil die haben mit ihren Uhren ja ein gewisses Luxussegment erschlossen. Und da passt eine Smartwatch für jedermann jetzt quasi nicht rein. Deswegen glaube ich eher so die normalen Marken. Ich meine, Tag Heuer hat das ja ganz gut vorgemacht mit ihrer Connected Smartwatch. Die ist ja auch richtig beliebt, die drittbeliebteste Smartwatch, wenn ich mich recht entsinne. Andere Marken haben das ja jetzt auch schon eingebracht, zum Beispiel Fossil, Michael Kors und andere Marken bringen jetzt langsam aber sicher auch die ersten Smartwatches auf den Markt, um dann natürlich im Segment auch Fuß fassen zu können. Allgemein würde ich jetzt aber nicht sagen, dass Quarz- und Automatikuhren an Wert verlieren werden oder allgemein an Präsenz verlieren werden. Es sind schließlich immer noch Uhren. Uhren, die bei uns sich eingeprägt haben, die man am Handgelenk trägt, wo man die Uhrzeit abliest, die auch ein bestimmtes Image und einen bestimmten Stellenwert haben. Die werden bei uns, denke ich, jetzt nicht weniger Präsenz haben. Auch wenn der Markt am Umsatz verliert, denke ich, wird sich das auch irgendwann wieder einpendeln. Hinter Automatikuhren steckt schließlich eine hohe handwerkliche Kunst und gerade die ist natürlich bei Uhrenliebhabern und auch allgemein sehr beliebt und gerade deswegen sind manche Uhren ja sowas Besonderes. Da steckt viel Arbeit, viel Liebe dahinter. Das ist nicht einfach ein Produkt, was jeder hat, wo man den lieben langen Tag mit irgendwelchen Nachrichten, Vibrationen und anderen Sachen zugebombt wird, sondern das ist so ein bisschen so ein schönes Accessoire für den Mann, was man trägt, was die Uhrzeit anzeigt, was viel Arbeit war zu fertigen und was man sich einfach verdient hat. Und gerade so etwas wird in den Köpfen bleiben und deswegen denke ich, dass Automatikuhren, aber auch Quarzuhren immer noch an Präsenz halten werden. Wir switchen jetzt nochmal in ein digitaleres Thema, nämlich Social Media. Für Uhrenmarken ist Social Media sehr, sehr wichtig geworden, besonders in den letzten Jahren. Das mag man vielleicht gar nicht so glauben, aber Social Media ist einer der Hauptmarketingkanäle, sei es Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat und andere. Gerade da,
wollen Marken natürlich ihren Namen etablieren, ihre Fans erreichen und auch ihre Geschichte ein bisschen erzählen und den Leuten natürlich ihre Uhren näher bringen. Das funktioniert über Social Media sehr, sehr gut und da entwickeln sich auch einige Marken zu wirklich sehr bekannten Marken. Nehmen wir jetzt mal als gutes Beispiel MVMT bzw. Movement. Die haben sich ja durch Social Media eigentlich ihren kompletten Marktwert erarbeitet. Durch viel Social Media, viele schöne Bilder, Leute, die sich die Uhren kaufen und das Ganze dann nochmal teilen und so die Marke einfach ihren Freunden empfehlen, vorantreiben und alles. Gerade sowas macht Social Media aus und das hat MVMT natürlich sehr gut genutzt für sich und das machen auch andere Marken. Die stecken viel Geld in Werbebudgets für Social Media rein, posten viele Bilder und bauen sich einfach eine Community auf, um natürlich einfach mehr Wert zu erhalten und den Leuten einfach was ans Herz zu geben und den Leuten mal so ein bisschen dazu zu bewegen, sich die Uhr zu kaufen bzw. sie kaufen zu wollen wegen den vielen schönen Bildern und jeder hat so eine Uhr, die muss ich vielleicht auch haben. Das ist einfach ein Riesenthema, was bei Uhren und Uhrenmarken natürlich jetzt sehr, sehr wichtig ist und auch in den nächsten Jahren noch fest präsent bleiben wird. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie du dir denn so die Zukunft der Uhren so ein bisschen vorstellst. Was könntest du dir vorstellen, wird in den nächsten paar Jahren passieren? Wie wird der Uhrenmarkt und Uhren sich allgemein weiterentwickeln? Hast du vielleicht Hoffnung oder Wünsche, was du dir da vorstellen könntest? Sei es zum Beispiel, dass bestimmte Marken auch auf Smartwatches setzen oder dass Smartwatches vielleicht auch an Wert verlieren und eher die normalen Automatikuhren wieder an Wert steigen. Das würde mich einfach mal bei dir interessieren, was so deine Meinung dazu ist. Ich zum Beispiel würde mir auf jeden Fall wünschen, dass mehr Marken aus dem Boden schießen und sich durchsetzen, auch gegen größere Marken und wir so eine größere Markenvielfalt haben. Aber von Marken, die auch mit Qualität überzeugen können und ein schönes Image mitbringen und da einfach einen Haufen Fans gewinnen und einfach neue, schöne Uhren auf den Markt bringen. Das war's auch schon für die heutige Ausgabe Watch Talk. Wie gesagt, lasst doch einfach mal einen Kommentar da, ich würde mich drüber freuen und ein Like und ein Abo wären natürlich auch super. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Haut rein!